Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play auf diesem Kanal. Es handelt sich um The Last Campfire. Das ist ein Spiel von Hello Games, das sind die No Man's Sky Macher. Ist wohl schon letztes Jahr im August irgendwann rausgekommen für iOS und alles mögliche. Aber jetzt erst für Steam, also am 7., was haben wir, Oktober, ist das jetzt für Steam rausgekommen. Also gestern wahrscheinlich. Und deswegen werden wir es jetzt einfach spielen. Das ist so eine Art Rätselspiel mit sehr viel Story. Also der Schwerpunkt liegt auf jeden Fall auf der Story. Es wird nicht allzu lange dauern. I guess so 4-5 Stunden. Heißt, endlich mal wieder ein Spiel, das ich eventuell durchspielen kann. Je nachdem, wie cool das ist. Okay, das werden wir sein. Wir sind nämlich so eine Art Sackboy. Ich hätte gedacht, wir sind alleine. Aber anscheinend haben wir ein paar Kompagnons dabei. Das habt ihr nämlich schon auf dem Titelbild gesehen. Diese kleinen süßen Sackboys. Aber guck mal, das ist der orangene. Ich glaube, wir müssen ein blauer Sackboy sein. Oh nein! Du musst paddeln, um bei den anderen zu gelangen. Paddel doch, du musst mehr paddeln! Wird einfach hinten dran gelassen. Sollte man sich nicht eigentlich oft an das beste Glied halten? Mit der Geschwindigkeit. Die vorne machen das falsch. Die vorne machen das ganz, ganz falsch. Keine Teamplayer. Vielleicht sind wir ja irgendwie so Erkundungsleute. Stimmt, das erinnert doch ein bisschen an Captain Toad, nicht wahr? Alles klar, wir sind irgendwelche magischen Wesen, die magische Sachen aufmachen können. Jetzt habe ich auch erst diese Statue da gesehen. Wir hatten ja auch so ein Horn dabei. Und wahrscheinlich sind wir jetzt einfach zu langsam, um da reinzugehen, weil wir uns über die Vögel angucken. Hallo, kleiner Vogel. Sap, das geht. Ach nee, die anderen sind schon vorgegangen und die lassen mich einfach zurück. Ich dachte, die wären meine Freunde. Ich dachte, auch du bist mein Freund. Jetzt habe ich sogar mein Paddel wegen dir verloren. Du Bastard! Nein, jetzt kann ich die Kurve nicht nehmen. Das letzte Campfire. Nein! There is a place where the lost embers go. Okay, die Stimme ist ja cool. Ich werde es nicht vorlesen, weil es anscheinend eine Sprecherin gibt. Heißt, wenn ihr die Story mitkriegen wollt, müsst ihr selber lesen. As the light begins to fade. Und guck, wir sind nämlich doch so ein blaues Viech. Aber der orangene Typ war auch hier. Hä, warte mal, sind wir... Wir sind diese... Nee. Okay, hier gibt's blaue Schleibe, aber wir sind irgendwas anderes. Hallo. Ich bin noch nicht tot, ihr dürft mich noch nicht fressen. Oh, wie süße Geräusche die machen. Aber das ist ja jetzt ein anderer als der von eben. Ben, waren wir bei den drei Leuten vorn dabei? Because standing still made them feel helpless. Wir heißen Amber. Okay, alles gleich. Ich weiß Bescheid, dass ich Amber heiße. Ich kann doch nichts machen. Die Wand schimmert. Gucken wir uns die Wand an. Oben ist ein Mond, wie es scheint. The painting showed embers on a sacred journey. Hier haben wir so eine Art Labyrinth bis zum letzten Campfire, das auf der rechten Seite einfach ist. Amber heißt doch sogar Glut, oder nicht? Sind wir also diese Glut, die in diesem Spiel gemeint ist? Kann schon sein, dass wir irgendwie das Licht in dieser Welt bewahren oder so? Keine Ahnung. Cool, okay, also es ist ein 3D-Puzzler. Hallo, wer sind Sie? Amber felt so afraid and alone. Weil alle anderen tot waren. It was a relief to find someone to talk to. Tja. Hallo? Sind Sie noch am Leben? Sind Sie ein Zombie? Bitte fressen Sie mich nicht auf. Amber froze. Almost too frightened to look away. Too frightened to look away ist ja auch eine Aussage. A small satchel. Ja, ein kleiner Beutel, den nehmen wir doch gleich mal mit. Da können wir zwei Trinkets tragen. Awesome. Ich nehme das mal ganz vorsichtig mit. Ja, du brauchst es ja sowieso nicht mehr. Ich hoffe, das ist okay. Ich kann leider deine Augen nicht schließen, weil, naja, du hast keine Augen mehr. Fridolin, ich danke dir für deine Mithilfe auf meiner Reise. Ich würde dich gern die Klippe runterschubsen, aber ich darf nicht. Aber guck mal, wir hängen hier an dem Spinnweben fest. Wie cool ist das denn? Leute, man kann an Spinnweben festklabbeln. Okay, nice. So, die Statue kommt wahrscheinlich einfach hier rauf. Eine Flamme. Und auf diese Flamme lege ich jetzt meine Statue rauf. Nope. There was a symbol on the floor. Oder auch nicht. Na gut, dann gehen wir erstmal hoch, damit uns das Tutorial sagen kann, noticed something wrong. Was du machen musst. Die Flamme ist falsch rum. Ich bin natürlich ein Rätselmaster 5968. Deswegen weiß ich, dass ich einfach die Flamme umdrehen muss, um da durchzukommen. Nice, ey. Guck mal, fühlt man sich gleich schlau, wenn man das... Der Schalter geht weg! Und es erscheint irgendetwas, wo wir wahrscheinlich einfach die Statue reinkühlen können. Ich frag mich ja, was da reingehört.
legen wir doch einfach mal die Statue da rein, die wir gerade erst bekommen haben. Merkwürdig. Sieht fast aus wie so ein Spiel, ne? Wahrscheinlich muss man hier auch irgendwie so Schach spielen oder so. Mein Teil auf... Ah, was? Kann man das jetzt hier... Man kann die umherschieben. Ach, das ist tatsächlich ein Rätsel. Und wir müssen mit der kleinen Figur ans Ende gehen. Nice. Okay, es gibt verschiedene Rätsel, soweit ich das weiß. Also es ist nicht immer derselbe Scheiß. Bin gespannt, ob das so ein bisschen wie bei The Legend of Zelda die Form annimmt. Oder wie bei Portal oder jedem anderen Rätselspiel, das ihr nennen könnt. Aber bisher gefällt mir der Stil auf jeden Fall sehr gut. Feeling sorry for the stranger now alone in the dark. A stairway opened into a dark forest. Ember could feel fear taking over. They'd washed up alone, somewhere very unfamiliar. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie die ganze Zeit redet. Da muss ich nicht so viel reden, das ist auch nicht schlecht. Ember felt like they were being watched. Ich kann sprinten, juhu! Okay, wir können nach links gehen. The path was blocked. Aber der Weg ist... Haben wir da jemanden gesehen? War da nicht gerade jemand? Okay, gruselig. Ist das vielleicht doch ein Horror-Game? Oh, what are you? Are you a Wisp? Hier, ich bin doch ein... Wisp-Master. Komm, ich weiß, wie ich mit dir zu umgehen habe. As Ember approached, the flame seemed to call out. Das führende Licht. With a feeling like falling, the forest had slipped away. Ember felt lost in darkness and ruin. Okay, nächstes Rätsel. Packen wir das mal auf die andere Seite. I mean, wir können hier wahrscheinlich einfach hochklettern, nicht wahr? Ja. Und dann kommen wir doch hier nach oben. The caged flame stoked new hope in Ember. Okay, awesome. Können wir hier wahrscheinlich die Kette runter machen? Okay, wir müssen hundertprozentig runter. Nehmen uns das Ding wieder, das auch sehr witzig aussieht. Packen es hier wieder rein. Und klettern wieder hoch. Okay, also das ist bisher noch alles sehr, sehr einfach. Aber es ist auch noch das Tutorial, mehr oder weniger. So, ich will jetzt diese Flamme haben. Vielleicht ist das ja ein Freund, der uns... So ein bisschen wie bei Ori, ne? Da gab es doch auch so ein Wisp-Ding. Heißt ja sogar Ori and the Will of the Wisps. Bist du the Will of the Wisps? The flame spoke and Ember listened. Ja, was sagt er denn? Oh, Wisp, komm mit mir! Wir werden eine tolle Freundschaft haben. Als wenn man so ein Geschenk auspacken würde, auch nicht schlecht. Hallo, kleines Wesen. Ich sauge dich auf. Oh, ja, lecker. Nice, aber unser Freund ist er anscheinend doch nicht. Bin so traurig, wenn ich alleine bin. Ist gut, ich folge dir. Wo auch immer du mich hinführst. Nein, du darfst nicht flüchten. Lass uns doch bitte Freunde sein. Ja, eins von beiden. Vielleicht ja auch beides. Leucht weg und zeigt uns den Weg. Guck mal, da vorne sind wieder diese blauen, komischen Wesen. Das finde ich immer schön, wenn auch mit den... mit der 3D-Optik gespielt wird. Dass im Vordergrund auch irgendwas ist. Das sind Seelen, nicht wahr? Wisps sind doch auch irgendwie so seelenartige Sachen. War das die Feuerhüterseele? Hey, na? Hope has returned to a forlorn. I will warm them until they choose to move on. Ember looked to the ghost for answers. Wo bin ich? This is a place between places. To travel through as your light fades. But none have passed on in a long time. The Forest King now holds us here. And those who linger will turn forlorn. Again, that word, forlorn. Aber was ist denn verloren? The forlorn are those who lost their way along the path. Quasi wie die Untoten in Dark Souls, ne? Das hat irgendwie alles sehr Dark Souls-Charakter hier, auf jeden Fall von der Story her. Vom Gameplay natürlich so gar nicht. If you find them, send them to me and I will guide them. Ist klar. Und wer bist du? I am just a guide along the way to fan the flame. So many lost embers have I seen. More than I could help. Ember thought of those they loved. Those they'd left behind.
Ich möchte auch anderen helfen, so wie du. There were others lost along their journey. Find them and I will guide them. Find those who are lost. Bring embers to the fire. Cool. Okay, Waldkönig, wir haben eine Mission vom Waldkönig erhalten. Einfach aus der höchsten Instanz, die es hier so gibt. Und aus diesem Grund laufen wir erstmal ganz woanders hin, wo wir noch gar nicht hin sollen. Warum nicht? Guck, da sind auch schon wieder Leute eingesperrt. Leider zu. Ja, blöd. Ich habe leider auch keinen Schlüssel dabei. Sorry, ihr blauen Wesen. Ihr müsst erstmal doch da drin bleiben. Aha! Geben Sie mir sofort den Schlüssel! Willst du mir bitte den Schlüssel geben? Ach, Bastard! Gib mir den Schlüssel! Da wirft er den einfach in den Fluss. Den Teich. Das ist ja gemein. Richtiger Mobbingvogel einfach. Hey, wollen wir dann wenigstens Freunde sein? Ever feel like you are being watched? I've never felt that. What does it feel like? Is it nice? It sounds nice. Ja, nee, gestalkt werden ist, glaube ich, nicht so cool. Wenn man natürlich YouTuber ist, dann möchte man natürlich gesehen werden, ist klar. Also dann ist das natürlich toll. Das ist ein ganz tolles Gefühl. Aber sonst in der echten Welt, I don't know. Möchte ich nicht so gerne beobachtet werden. Und jetzt ist auf jeden Fall den Schlüssel. Tja, kommen wir leider nicht ran, ne? Mist. Und wir können nicht schwimmen. Und haben auch nichts dabei, mit dem wir den Schlüssel... Man sieht ihn aber da drin. Oh, das ist ja gemein. Okay, also hier kommen wir noch nicht weiter. Wir brauchen noch irgendwas. Vielleicht eine Angel. Vielleicht ein Kescher. Vielleicht längere Arme. Vielleicht die Fähigkeit zu schwimmen. Man weiß es noch nicht. Oh ja. Wir haben Feuer. Ich habe Feuer. 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 Aber was mache ich denn mit Feuer? Hallo, Frosch. Hallo, anderer Frosch. Hallo, noch ein Frosch. Ah, warte mal. Mit dem Feuer kann ich hier diese komischen Sachen wegbrutzeln. Stirb, komische Pflanze. Du hast es nicht verdient zu leben. Will ich wirklich in meinen ersten Dungeon rein? Da ist ein Kescher. Oh, geil, ey. Brauch er sowieso nicht. Hier, halt mal kurz die Fackel. Wir haben die Fackel einfach in seinen Schädel reingerammt. Was ist das zerrissene Netz? Oh, zerrissen. Ja, das ist natürlich nicht so geil. Aber wir haben schon mal ein Netz. Müssen wir nur noch irgendwie heil machen. Könnte man ja mit den Spinnenweben hier machen. Uff. Vielleicht finden wir eine nette Spinne, die das für uns heil macht. Da kommen wir nicht rüber. Aber da drüben liegt, keine Ahnung, vielleicht eine Leiche. Oder lebst du noch? Hallo. Leben Sie? Können Sie meinen... Was ist jetzt passiert? What? Eine Art Portal oder was? Eine fragile Flamme. The stranger shivered in the cold. Ach, wir sind jetzt quasi in seiner Seele drin oder so. Glaube ich. Und wir müssen seine Seele befreien? Ja, guck hier, da rechts... Ah! Okay, ich habe mich kurz erschrocken. Da rechts ist seine Seele, die müssen wir befreien, damit es ihm wieder besser geht. Ja, ja, mach ruhig. Ich nehme mal hier Feuer mit. Oh, seine Seele ist sehr fragil, er stirbt fast. Wir müssen ihn schnell retten. Ganz schnell. Dafür müssen wir erstmal Flamme loswerden. Komische Schalter umlegen. Uah. Dann passiert bestimmt irgendwas mit denen. Hey. Ich hätte jetzt gedacht, dass die aufhören zu pusten. Aber die blasen einfach weiter. Dann zünden wir hier halt das Ding an. So, Fackel wieder weg. Und wieder rüber. Ah, warte mal. Ich brauche wahrscheinlich trotzdem den Stock, nicht wahr? Heißt, ich nehme mir einen Stock. Warum auch immer das nicht einfach aus dem Lagerfeuer geht. Tut wahrscheinlich zu doll weh. Dann pustet er das aus. Oh nein, mein Stock ist aus. Aber ich kann ihn hier einfach wieder anmachen. Geil. Und dann zünden wir das Ding hier an. Und deine Seele ist gerettet. Gerettet, 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 gerettet. Seele, du bist gerettet. Gehe zurück zu deinem Wirt. Was ist passiert? The stranger blinked at Ember. Is it morning already? How long have I been asleep? Das kann ich dir nicht sagen. Warum habe ich ihn jetzt gerettet? Bringt mir gar nichts. Der macht mir nicht mal meinen Kescher heil. Richtiger Doofkopf. Leute, die meine Kescher nicht heilen machen, finde ich nicht so cool. Hier ist sie sogar, die wir eben befreit haben. Die hat doch nur ein Ohr. Der andere hat gar keine Ohren. Wir haben zwei Ohren. Alter, wir sind einfach ein Zwei-Ohr-Ember. Krass. Also sind wir krasser als die anderen. So, wir haben einen kaputten Kescher, den wir noch irgendwie heil machen müssen. Hier rechts ist wahrscheinlich auch irgendwas Cooles. Da oben ist eine Seele, die es aber anscheinend recht gut geht. Und diese blauen Wesen sind auch irgendwie witzig drauf. Barely visible through the murky water was the shadow of something hiding. And on a small pier with barely a sound, a lonely fisherman sat.
Der sieht voll gruselig aus, der Typ. Wie so ein Henker. Okay, aber anscheinend können wir hier erstmal noch nichts machen. Und irgendwas lauert anscheinend im Wasser. Irgendein Seeungeheuer oder so. Kommen wir da irgendwie rüber? Und hier noch nicht. Okay, erstmal in die alten Ruinen rein, würde ich sagen. Hallo? Frosch! Und anderer Frosch! Werd euch alle jagen. Da ist die Froschgottheit. Alles klar, wissen wir das auch. Da ist noch so eine kaputte Seele. Und noch eine Froschgottheit. Nehmen wir mal mit. Legen wir zu der anderen Froschgottheit. Und dann sind uns die Frösche hoffentlich gut gesinnt. Hier. Nice. Eine neue Höhle hat sich eröffnet. Awesome. Hello. Auch dich befreie ich natürlich. Ich rette dich von deiner Pein. Das ist aber schon witzig aufgebaut. So ein bisschen wie die Schreine bei Breath of the Wild, nicht wahr? Was trapped, caught in a maze. Was für ein Labyrinth. Let's go. Nochmal. Nice. Das Ding kann man drehen. Aber nicht zu weit. So, das finde ich schon ganz gut. Wir haben da oben noch so ein Teil zum Runterschieben. Ob uns das was bringt? Ich mach's einfach mal. Bap! Cool. Okay. Und dann können wir eigentlich nur noch hier rüber. Das sieht auf jeden Fall schon sehr viel komplizierter aus als vorher. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht so viel bringt, wenn ich den... Warte, kann ich den auch ziehen? Nee, ne? Ich kann den nur... Doch! Ich kann den auch ziehen. Ich könnte das Ding hier... Ich könnte das Ding... It was hard to make sense of this place. Hier raufpacken. Dann den Schalter wieder umdrehen. Ach, das ganze Ding geht runter. Well, that's interesting. Den hier rüberziehen, oder? Ob das was bringt? Gar keine Ahnung. So, ich mach's einfach mal. Weil was anderes fällt mir nicht ein. So, dann bringen wir das ganze Ding wieder nach oben. Packen das Teil darauf. Drehen dann alles wieder zurück. Nehmen beide mit. Bringen das auf die andere Seite. Ja, genau. Und so habe ich jetzt nämlich die obere Rolle. Geil. Jetzt habe ich die obere Rolle auf der linken Seite. Okay, awesome. Komm mal hier rauf. Dann drehen wir den so. Und dann kann ich den darunter schieben. Dann komme ich nämlich an den hier ran. Kann hier auf der linken Seite rübergehen. Und den dann zu unserem Ziel schieben, damit wir die Leiter benutzen können. Oh mein Gott, okay, das war schon anspruchsvoller als die anderen Sachen auf jeden Fall. Und auch diese Seele ist gerettet. Gerettet, 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 gerettet. Du bist gerettet, kleine Seele. Gehe zu deinem Wirt. Wow, ein lila Boy mit einem Ohr. The stranger's voice was hoarse. I just need some time, I think, to see things clearly. No problem, dass ich dich gerettet habe. No problem, boy. Und sind wieder beim Teich. Achso, hier, guckt, wir können erstmal diesen komischen Baum hier umstoßen. Blöde Natur, stirb einfach. Und dann mit diesen sehr merkwürdigen Angler reden. The fisherman murmured quietly between sorrowful breaths. Geht's ihnen gut? Ach lol, das ist ein alter Opa. Ich dachte, das ist sein Mund, wo seine Augen waren. Und dem geht's auch nicht gut. Eine traurige Seele. Auch diese Seele rette ich natürlich. Das ist ja auch nutzlos. Wenn du da einfach nur rumsitzt. Hör mal auf, mich anzupusten. Sitting out there every day by the pond. Only the dark water to hear him talk. In that darkness, a glimmer flickered. Aber seine Seele ist irgendwie anders. A thought beating like a drum. A thought that went round and round. It all started with a frog. Every day by the pond, a constant reminder. Klingt irgendwie so ein bisschen, als wenn er sich selbst umbringen würde. Bring dich nicht selbst um. Hier, nimm deine Seele und werd wieder glücklich. Mr. Angler, sind Sie wieder happy? Wo war ich? Oh nein, was ist geschehen?
For a brief moment, the fisherman struggled to speak. Oh, ich kann nicht sprechen. Sorry, du hast du dir nur eingebildet. He looked at Embo, hopeful. The fisherman spoke softly. There's a frog in that pond. A big one. Saw him grow from a tadpole. We were friends of a sort. Spent every day side by side. So much better at fishing than me, that frog is. Catches them before I can bait them. Oh, it makes me feel useless some days. The fisherman sighed. I've wasted so much time feeling like this. Imagine, dein Leben wird einfach zerstört durch einen Frosch. The old man looked carefully at the pond, at their rod, at Ember. Well, listen to me here, rambling on and on. It helps though, telling someone. Thank you, Ember. Ending. Hast mir ja keine andere Wahl gelassen. If you need help catching anything, you just ask. Ja, also deine Angel hätte ich schon gern. Ich habe da so einen Schlüssel, den ich gerne bekommen würde. Du stehst die ganze Zeit rum. Oh, dieser verdammte Frosch, Mann. Ich hasse diese Frösche. Ich will mich einfach nur noch umbringen. Könnten Sie eventuell das irgendwie reparieren? Let me have a look. See what I can do. With a silk thread. The fisherman carefully knotted it together. With each knot he tied, a net began to form. Here you go. Good as new. Dann hat er endlich mal was gebracht, dass wir jemandem geholfen haben. Nice. Da ist er, der Frosch. Okay, der Frosch ist ein bisschen größer, als ich gedacht hätte. Ey, Frosch, dein Freund, der Opi da oben, findet das nicht gut, dass du seinen Teich leer froschst. The frog stared at Embo, its belly rumbling. Ja, du hast Hunger, hm? Okay, Mr. Froschidoshi hat Hunger, aber wir haben gerade nichts dabei. Ich denke an Sie, Mr. Frosch. Aber später, ja? Ich denke an Sie. But first, let me get that key. Der ist im Schilf lag. Ja, nicht mehr länger, denn ich habe ein Fischernetz. Lup. Schlüssel, komm zu mir. Mit dem Schlüssel können wir hier... Ach, da ist auch eine Seele drin. Jetzt sehe ich das erst. Oh, sogar das muss man selber machen. Okay, offen. Und wieso geht's dir nicht so gut? Sieht doch eigentlich ganz schön aus bei dir, untergetaucht. Stranger gasped for breath. Schnappt er nach Luft. Oh nein, er trinkt da. Wir müssen ihn retten. Dark water slipping above their head. Dann legen wir den darauf. Das scheint wieder ein einfaches Rätsel zu sein. Drehen das Ding einmal runter. Sie didn't care if they sank or swam. Ding mitnehmen, Ding rauflegen. Slowly the tides ebbed, washing over old walls. And so on and so forth. A safe harbor emerging from the inky depths. Okay, so das. Ember reached out a hand. War nun wirklich sehr, sehr. Sehr, sehr einfach. Nein, lass das Ding da drauf. Ja, okay, das war ja wieder ultra easy. Dafür, dass das nach dem Netz kam. Und auch du, Seele, kehre zurück zu deinem Wirt. The stranger looked down. The ground feels good beneath my feet, friend. Sehr gerne. So, das waren ja dann, glaube ich, alle... Irgendjemand beobachtet das uns. Die hatten recht. Sie hatten alle recht. Irgendein roter Typ beobachtet mich. Gruselig. Aber ich glaube, das sollten dann erstmal alle Seelen gewesen sein, die wir hier so retten konnten, oder? Drei. Ne, drei fehlen noch. Vier sind gerettet, drei fehlen noch. Warte mal. Hä, die machen sich Essen, ne? Ja, die machen sich kleine Frösche. Oh, wie knuffig ist das denn? Okay, aber bedeutet, wir brauchen immer noch drei Seelen, die wir retten müssen. Da oben ist noch eine, da komme ich aber nicht hin. Was ist denn, wenn ich dem Frosch diese Statue bringe? Guck mal, hier geht's auch noch weiter. Ah. Hello. Wollen Sie mit zum Waldkönig kommen? You sailed in here. Friend, you need a boat. Go see the builder in the caves. Tell them I'm sorry I never came back. Bastler in der Höhle, aha.
Der Bastard. Oh, hier geht's ja wirklich noch weiter. Oh Gott. Okay. Dann schauen wir uns natürlich erstmal hier. Ach so, hier kommen wir zu der Seele. Okay, nice. Gefunden. Hello. Wieso geht's dir nicht gut? Ah, deswegen. Ein einsamer Weg. The stranger had blazed their own path. Created their own rock, their own islands. Das wirkt ja jetzt erstmal auch nicht so schwer. Alle Dinger befüllen. Dann nehmen wir den wieder mit. Ja, guck mal, schon gelöst. Schon gelöst. They did not need Ember's kindness. Da abgelegt. Die eine Brücke verschwindet wieder. Wird da abgelegt. Hier geht's wieder hoch. Building a bridge, should it ever be needed. Nehmen wir die wieder rüber. And dann. Geht so einfach. The stranger met Ember's eyes. The two shared a moment of silence. Süß. So, das war Nummer 5 von 7. Aber hier ist Schluss. Huh. Na gut, dann kriegt der Angler hier einen Freund. Hier, Freund. Und wie gefällt dir dein neuer Freund? You saw the frog? Did the frog mention me? Nö. Er meinte, du hättest Hunger? You ask the frog about me. See what they say. Ich bin nicht deine Eule. Actually, no. Just please don't tell the frog how much I talk about them. Alright. Könnte ich denn vielleicht einen Fisch bekommen? Hast du schon mal irgendwann irgendwas geangelt? They say catching a fish isn't the point. So I tell myself that. I tell myself that a lot. Oh Mann. Das ist voll depressing. Dann gib mir deinen Hut, bitte. I chased old Blue Betty round this pond for years. Best days of my life catching that fish. Had to use myself as bait. Stuck on me head ever since. Ach so, er hat in seinen Kopf reingebissen und dadurch hat er ihn geangelt. Kann ich ja wenigstens deinen Köder bekommen? Oh, little worms. They didn't ask to be here. But how do you fish without them? Naja, mit dem Kopf natürlich. One for me, one for the fishes. Slurp them down. What the fuck? Was ist mit dem? Okay, helf uns. If you need help catching anything, you just ask. Hab ich doch gerade, du solltest mir helfen. Okay, er hat aber einen neuen Freund, das ist doch nicht so schlecht. Und wir können trotzdem nochmal mit dem Frosch reden. Vielleicht hat er ja doch noch irgendwas Interessantes zu sagen, sonst soll er einfach den Fischer da oben fressen und dann ist auch alles okay. The frog stared at Embo, its belly rumbling. Hat er uns nichts zu sagen? Und wir haben, glaube ich, auch nichts dabei, was wir ihm irgendwie geben könnten, ne? Nee. Tja, schwierig. Ich wollte dir eine Froschstatue geben, hätte dir bestimmt geschmeckt, aber so. Oh, hier ist noch irgendwas Neues. The traveler spoke. You ever had roast frog, friend? Nee. I miss a good roast frog. Oh, how they crackle. Was haben die alle mit den Fröschen? Die Embers da oben, die machen knackige Frösche. Willst du da nicht einfach hingehen? Vielleicht kriegen wir von denen ja tatsächlich einen Frosch, warte mal. Back in a second, aber erstmal muss ich doch diese Seele hier befreien. Okay, das sieht doch auch nicht so schlimm aus. Der scheint zu klatschen. Ist wahrscheinlich eine schlechte Idee, wenn ich ihm das gebe, oder? Ach so, damit bestimmt man, wen man bewegen möchte. Jetzt ist nur die Frage, wie will man sie dann bewegen? Ob die irgendwas verändern? Wir testen einfach mal. Ah, die müssen... Lol, ach so. Warte, was? Bewegt sich immer nur der offen ist, oder? Ah, ach so. But no one heard them when they fell behind. Okay, I see. Die du damit aufmachst, die bewegen sich nicht als einziger. Man sieht sogar richtig, wie die das machen. Das ist ja cool. Okay, das heißt, so I guess. Und dann nehmen wir den. Und dann drehen die sich einfach dahin. So, jetzt nehmen wir das Ding weg. Zack. Und sagen, alle bitte einmal nach vorne. Nice. Because Dizzy is smart. Ihm is smart, guy. Yes.
Seele Nummer 6. Oder 7? Ne, 6, ne? Wo sind denn die anderen beiden? The stranger looked at Ember with surprise. Someone came back for me. Thank you. Of course, of course. Dann wollte der eine Typ so einen gebratenen Frosch haben. Die machen hier diese gebratenen Dinge. Thank you for being so kind. Claro. Willst du auch nett zu mir sein? The stranger said thoughtfully. I felt so alone. Okay, die scheinen mir nicht zu helfen. Dann machen sie schon genau das, was der eine Typ da unten haben will. Helfen mir trotzdem nicht. Aber ich habe gerade gesehen, uns fehlt nur noch einer. Das wird irgendwas mit dem Frosch zu tun haben. Muss dem Frosch irgendwas zu essen geben. Also wenn wir ganz fies sind, dann können wir vielleicht diesen einen Vogel von der linken Seite fangen. Vielleicht waren wir da beim ersten Mal nur zu grob. Hallo, kleiner Vogel. Keiner will dir was Böses. Hä? Okay, geht anscheinend nicht. Schade, ich hätte ihn richtig gern verfüttert. Ach, hier ist noch was, wo ich noch gar nicht war. Hallo, Fröschchen. Tschüss, Fröschchen. Da sind Würmer. Ah! So, hi. Will nicht? Willst du nicht gefangen werden? Ist ja frech. Will da einfach nicht gefangen werden. Dann, glaube ich, muss ich deine Löcher stopfen. Großmaul. Und dann. Kannst du dich verflüchten? Meins. Bumm. The worm looked helpless, with no way to escape. Ist jetzt Kopfschmerzen? As Ember picked it up, the worm let out a little yelp. Oh nein. Oh, süß. Okay, da haben wir unser Essen für den Frosch. Nehme diesen Wurm als Zeichen meiner Ehrfurcht vor dir. Hier, guck mal, wie groß der Wurm ist. Nein, nicht mich. Ich will dich mit. Und ich glaube, wir sind tot. Das war's dann mit dem Let's Play. This was not how Ember had imagined the end. The gurgling of water, a deafening heartbeat. But then... Ah, oh, eine verlorene Seele. Er will uns gar nicht fressen. Aber hat uns nur zur Seele gebracht. The fog returned Ember's good deed by leading them to a lost forlorn. Der Letzte. Hi, wurdest du auch vom Frosch gefressen? War eine witzige Erfahrung, oder? Fandest du nicht so witzig? Schade. Okay, wie so ein ungehindert. Ist bestimmt ein Level, das ungespielt gemacht hat. So. Tschüss, du komischer Stein. Hallo, anderer komischer Stein. Okay. Wir können hier rüben. Das Ding sonst wo hinschieben. So, dann kann der Stein weg. Der Stein kann weg. Ah, ich sehe schon. Können wir den Stein darüber schnubbeln? Es fühlt sich so pointless. Warum ist das alles so depri, was sie immer sagt? So, dann machen wir hier den Weg frei und damit haben wir es schon. Ja, auch wieder einfach. Seele auspacken wie ein kleines Geschenk. Geh zurück zu deinem Wirt. Und dann haben wir alle 6 oder 7, ich kann halt nicht 10 leider, gefunden. Ich glaube, das waren 7. The stranger spoke hesitantly. Is the campfire crowded? Let me gather myself. I'll see you there. You look hungry, friend. You bring any broth with you? Hast du Brühe dabei? Ist auch die erste Sache, die ich fragen würde, wenn ich Hunger habe und irgendjemand an mir vorbeiläuft. Hast du Brühe dabei? Kein Apfel oder so, nee, Brühe. There's a cook in the swamp. Makes a broth like you wouldn't believe. Keep telling them that it doesn't taste right. They'll keep giving you more. You have done all you can, little one. Your journey lies ahead. Deine Reise liegt vor dir. Little one, your journey ahead will not be easy. The path to leave this place is blocked. I will guide others to follow after you clear the way. There are others like me who can help. You will always be welcome here in the forest. Sure thing. So, ihr macht hier dick Party. Ich bin aber ein Wanderer und muss andere Leute retten. Let's go! Once again, Ember could feel eyes watching. Guck mal, der hat auch eine Tasche dabei. Das scheint auch ein Abenteurer zu sein. Ob wir ihn, hallo, ob wir ihn auch einfach folgen sollten? Ember approached the forlorn. Forlorn hießen die, genau. Felt it was different. They said, I know what I need to do.
what I need to feel. I'm just... I don't want to be helped. Ember could not help. Not all problems were puzzles to be solved. Schöne Metapher. Alright, ihm können wir nicht helfen, er will sich selber helfen. Finde ich auch, ist eine löbliche Einstellung von ihm. Also man sollte sich schon helfen lassen, wenn man Hilfe braucht. Aber wenn man sich sicher ist, dass man etwas alleine hinbekommen kann, sollte man es vielleicht auch erstmal alleine probieren. Die Kreuzung. Okay, ich glaube, ab hier geht die Story dann erst richtig los. Ach guck mal, hier sind sogar andere Abenteurer. Und, was sind das für Wesen? Hello? Seid ihr auch solche Lagerfeuer-Fuzzis? Nee, guck mal, die sind da unten drin. Another scrawny ember from the forest. Die haben sich nur so verkleidet, als wenn sie größer wären. Irgendwelche Vogelwesen. Looking all nicely and shiny. Nice and shiny. Both guards started looking at Ember with a deathly stare. Oh mein Gott. The guard leered. The forest king would like you, little scrub. Mag mich schon. Yes, come a little closer. Let us see what's in that bag. Kesha? Aber wer seid ihr? We guard the door to the forest king. Ich dachte, der Typ vor mir war der Waldkönig. Der Waldkönig ist erst am Ende, oder was? Oh yes. We decide who gets to see the king. Okay, dann komme ich später wieder. We'll be watching you. Mach dir mal. Die Wächter über alles. Yeah, I got so lost in the marsh, you know? Why go anywhere else if it's safe here? Yeah, never having to worry again. The birds scare me though. Die Vögel, ja, ja. Aber eigentlich sind das ja auch solche Ember-Leute. Guck mal, die sind ja überall. Okay, also hier wird die Story erst richtig beginnen. Aber für die erste Folge würde ich sagen, langt das ja erstmal. Ihr habt einen kleinen Einblick bekommen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Wenn euch das Video bisher gefallen hat, dann lasst ein Like da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bye-bye.